Heute probiere ich den fränkischen Hopfengarten. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es wieder was von der Hertel-Braune-Faktur in Kollaboration, in Kooperation mit Nürnbier, einer Brauerei aus Nürnberg. Wer hätte es gedacht? Und zwar den Fränkischen Hopfengarten. Das ist ein Grünhopfen-Pale Ale. Also, was heißt Grünhopfen-Pale Ale? Die allermeisten heutzutage arbeiten mit Hopfen-Pellets. Das heißt, die Hopfendolden werden nach dem Ernten im Prinzip geschreddert und zu Hopfen-Pellets gepresst, getrocknet, gepresst und die werden dem Bier hinzugefügt. Auch so braue ich, wenn ich braue. Ich habe noch nicht mit frischem Hopfendolden gebraut. Hier haben sie sich aber eine ganze Menge Hopfendolden aus Rot auf der Höhe liefern lassen und haben wohl mit frischem, also mit Wet Hop, mit Hopfendolden gebraut, was eben das Aroma nochmal anders pushen sollte als Pellets. Ich weiß nicht genau, ob das so stimmt, ob es wirklich so anders ist. Hopfendolden haben den großen Nachteil, diese Dolden, die ziehen halt viel Flüssigkeit, das heißt, nachher, wenn die rausgeseit werden, ist viel Flüssigkeit darin. Das heißt, die Ausbeute von dem ganzen Sud ist natürlich viel geringer, was für den Brauer vor allen Dingen, wenn er damit Geld verdient, ein großer Nachteil ist. Man hat viel reingesteckt und kriegt weniger raus, als wenn er nur den Rest von den ausgelaugten Hopfenpellets da entfernt, wo wesentlich weniger Flüssigkeit verloren geht. Deswegen glaube ich, dass Doldenhopfen tatsächlich irgendwo so in dem Bereich einen Nachteil haben. Ob die Aromen wirklich so viel besser sind, weiß ich nicht. Ich meine, es ist auch sehr viel Grünzeug dabei, was kein Aroma trägt, weil hauptsächlich ist in dem Hopfendolden, in den Lupulindrüsen, das Aroma drin und nicht in dem Grünzeug. Das Grünzeug bringt oftmals so eine grasige Note rein, die vielleicht auch nicht gewünscht ist. Das so weit von mir als Hobbybrauer, als Laie sozusagen. Des Weiteren habe ich mal gelesen in einem Buch, dass tatsächlich von den Aromen her Pellets oder auch noch stärker konzentrierte Pellets, sogenannte Kryohopfen, das Aroma nicht schlechter machen, sondern eher sogar intensiver und schöner machen. Wie dem auch sei, das ist mit frischen Dolden gebraut und das finde ich, ich finde es trotzdem spannend. Man, so ist halt früher gemacht worden, bevor man Hopfen-Pellets hergestellt hat. Deswegen ist das bestimmt auch sehr, sehr spannend. Das Ganze in dem Pale Ale, da stand was drin, das mit 80 Kilo frischem Hopfen gebraut wurde. Jetzt muss ich zugeben, ich weiß nicht, auf wie viel Liter Sud, wie viel, was für ein Hektoliter waren oder sowas, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und das Ganze im wahrscheinlich auch im kälteren Bereich, sodass also auch viel von den Ölen mit dazukommt. Ja, wie gesagt, Hertel Braumanufaktur in Kollaboration mit Nürnbier aus Nürnberg. Aber von Hertel gebraut, wenn ich es richtig sehe. Ja, machen wir auf. Holen uns das Gläschen. Habe ich jetzt, muss ich da unten holen. Und hinein. So. Ja, es ist goldfarben. Es ist leicht trüb, finde ich. Für so ein Hop-Haze, ich weiß es nicht. So viel Hopfen Ölen kann es sein, dass es so ein bisschen ein Hopfen, ja, Schlieren sozusagen sind. Feiner weißer Schaum. Halt mal die Nase rein. Ja, sofort ordentliche Hopfenfracht. Wirklich zitronige Noten. Aber ob es jetzt Selbstsuggestion war, dass ich eben sagte, es hat auch tatsächlich so grasige Noten. Die aber nicht stören. Es ist nicht so, dass man denkt, okay, das ist jetzt ein Fehlaroma, sondern ja, gut, es ist halt ein pflanzliches Produkt. Das darf ja auch selbst riechen, sozusagen. Ja, grasige Noten, Zitrusnoten. Ganz klein bisschen Malzigkeit, wie ein Pale auch sein darf. Ja, probier mal. Prost.
wunderschöne, frische Hopfigkeit. Auch hier eher so eine Zitrusfrische, aber auch so ein bisschen ganz leichte Grasigkeit, aber jetzt irgendwas eher auch frisch und also nicht irgendwie ein Muff oder so vom Gras, sondern einfach so eine ganz frische, schöne Note. Sehr lecker, sehr süffig. Eine schöne Hopfigkeit. Sehr leckeres Bier. Doch, wirklich gut. Also, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Dolden zu brauen. Ob das so viel anders ist. Ich habe vor, mal irgendwann mit Dolden zu brauen. Das ist entweder, ich baue mal selbst welche an im Garten. Hopfen. Oder ich nehme mal Hopfen von der freien Natur. Ich habe da so zwei Stellen, wo recht gut ordentlich Hopfen wächst. Ich muss dann nur die Besitzer der Grundstücke fragen. Letztes Mal war der einfach irgendwann... Also wird er nicht benutzt. Dann muss ich jetzt im Laufe dieses Jahres mal hingehen und fragen, ob ich den irgendwann ernten darf. Und dann kann ich davon mal einen Sud brauen. Das sollte für einen 20 Liter Sud locker reichen, was da wächst. An jeder der Stellen wahrscheinlich. Was das für ein Hopfen ist, ich habe keine Ahnung. Das ist eher so ein Projekt, eine Blackbox. Man braut und am Ende kommt was raus, was entweder schmeckt oder eben auch nicht. Das kann in die Hose gehen. Ich habe ein Rezept gefunden, mit dem man ein Grünhopfenbier brauen kann, was eben nicht ganz so katastrophal ist, wenn es dann der Hopfen vielleicht doch nicht so toll war. Das werde ich mir dann dazu genehmigen. Und ich werde da den Hopfen nicht so reinschmeißen, sondern mit einem Säckchen drum, dass man dann besser wieder rausfischen kann nachher. Aber das sind so Sachen, das werde ich vielleicht dann mal beschreiben, wenn ich dann braue. Das hier ist sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Auch das ist noch verfügbar, meines Wissens nach, bei der Hertel Braumanufaktur auf der Seite. Die ja sowieso immer absolute Empfehlung. Hertel, top. Ja, habt ihr das schon gehabt? Kennt ihr das? Kennt ihr andere Grünhopfenbiere, die ich unbedingt mal probiert haben sollte, die vielleicht immer und immer wieder so gebraut werden? Dann schreibt mir gerne was in die Kommentare und dann bis bald und Prost.